Hallo YouTube-Freunde, das ist für einen Kommentar, wo ich bekommen habe, was ich dran verändert habe. Ich habe eigentlich wirklich nicht so viel großartig verändert. Ich habe hier für die Spule so Halterungen gebaut, gedruckt mit so Kugellager, damit die Rolle sich besser drehen kann. Dann habe ich hier noch für diese Adjustment so Räder gedruckt, damit man die hier besser Höhen verstellbar machen kann. Was habe ich noch gedruckt? Ich habe zwischen den Motoren habe ich so Schrumpfschläuche genommen. Wisst nicht, ob ihr das kennt, aber das sind so dicke Industrie-Schrumpfschläuche. Kann man hier einfach zwischen den Schrittmotoren machen, dann ist der leiser. Also während er jetzt gerade druckt, das ist die Original-Lautstärke, was der Drucker hat. Dann habe ich noch hier, habe ich auch noch so Schrumpfschlauch genommen und auch dazwischen getan. Überall, wo so Schrauben sind und so, habe ich das gemacht eigentlich. Und habe das so ein bisschen nach unten geneigt, weil sonst reibt das hier an den Dingen und dann geht das mal kaputt. Was habe ich? Ja, da hinten habe ich das noch gemacht, an den Schrauben. Wie man das sieht hier vielleicht. Da. Damit es einfach von der Vibration her nicht so viele Geräusche macht. Was habe ich noch verändert? Ja, der Lüfter, den habe ich hier verändert. Ja, und dann war es eigentlich schon. Von der Software und so habe ich nichts verändert. Das ist so original, wie es ankam, ist so verbaut. Ich tue jetzt gerade für unten, für die Füße, tue ich so Stoßdämpfer drucken. Aber das Problem ist, ich will die, ich will mit dem PC-Filament hier, das ist, egal was ich drucke, ich krieg das nicht hin zum Haften. Dass es auf dem Druckbett bleibt und sich nicht wölbt, kriege ich nicht hin, egal was ich mache, was für Einstellungen ich habe. Ich bin schon bei, ich hatte schon etliches, ich hatte schon 280 Grad, ich hatte schon 110 Grad Bett. Egal was ich mache, ich nehme Glue-Stick, U-Stick, was habe ich noch ausprobiert? Etliches habe ich ausprobiert. Ich habe diese Tapes hier ausprobiert. Dann habe ich so ein Build-Tag. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art Build-Tag. Habe ich auf Glas drauf gemacht. Darauf ging es auch nicht. Dann, was habe ich noch alles versucht? Ja, ich habe das mit dem höhenverstellbaren Dings eingestellt, das ein Hundertstel genau. Was habe ich noch gemacht? Jetzt nehme ich gerade das jetzt letzte Test, was ich wahrscheinlich machen werde. Habe ich so Gitterkleber genommen. Das ist normalerweise für Rehgips, glaube ich. Hab das genommen und hab Holzleim genommen. Hab Holzleim genommen, mit Wasser vermengt, draufgetan, draufgeklebt. Wenn es heiß wird, trocknet es aus. Ja, der Lüfter hier, den habe ich im Slicer, habe ich den ausgestellt, aber irgendwie springt der trotzdem an. Und bei dem PC-Filament braucht man das ja nicht. Und wenn ich hier auf Tune jetzt gehe, Fanspeed, wenn ich das hier ausmache, jetzt ist aus, springt automatisch wieder nach ein paar Schichten wieder an. Deswegen habe ich hier einfach mit Tape zugeklebt, weil bei PC-Filament, wenn da Luft rauskommt, dann wölbt sich das direkt. Also klar, ich weiß, man sollte es nicht machen, weil die Kupferspulen dann heiß werden, eventuell. Aber mir bleibt nichts anderes übrig gerade. Ja. Was habe ich noch verändert? Ich habe hier so Licht dran gemacht, provisorisch erstmal. Mit so Lithium-Ionen-Akku kann ich hier direkt so Licht anmachen. Nachts ist das ganz schön, also schon schön beleuchtet. Ja, und das
druckt eigentlich sehr, sehr gut. Also mit meinen Filamenten, ich habe schon etliche Filamente ausprobiert, von Janbecks, Holzfilament, Glow-Filament habe ich da. Und so einige Filamente habe ich da zum Ausprobieren. Durchsichtiges Filament hatte ich, die ist grün, ist auch sehr gut. Ja, es hat alles wunderbar gedruckt. Außer dieses PC-Filament. Das ist eine Herausforderung für sich. Wenn mir jemand helfen kann, wie ich das drucken kann oder wie ich es dazu kriege, dass es an den Seiten nicht wölbt, wäre ich zutiefst dankbar. Ich könnte zwar andere Bildtech nehmen, diese, wo extrem haftet, aber ich glaube auch nicht, dass es da drauf geht, weil ja, ich habe schon versucht, auf dem, da gibt's so Glas mit so Beschichtung drauf, hatte ich mal gekauft gehabt, aber musste leider zurückschicken, weil es in der Mitte eine Wölbung hatte. Wenn es jetzt hier so nicht geht, versuche ich es nochmal damit. Und wenn nicht, müsste ich dann halt erstmal aufgeben, bis ich andere Druck habe. Ja, weil der kommt irgendwie nicht höher wie 275. Ich kann zwar im Slicer einstellen, dass er mit 300 druckt, aber dann tun die Schrittmotoren zu wenig Strom abkriegen und dann schwankt es also hin und her. Betttemperatur kann ich auch bis 135 gehen. Bringt aber irgendwie nichts, finde ich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber bis jetzt, guck, jetzt ist der Lüfter wieder an. Aus einem heiteren Grund, was auch immer. Ich habe es im Slice eingestellt, dass er ausbleibt, aber irgendwie tut sich dann nichts. Ja, das ist nicht so wirklich gut. Aber bis jetzt muss ich sagen, sieht es eigentlich ganz gut aus mit dem Netz hier. Das probiere ich gerade auch zum ersten Mal. Bis jetzt hebt es. Ich weiß gar nicht, mit was für eine Geschwindigkeit ich drucke. Ich glaube 30 mm pro Sekunde. Weil sonst würde hier die Temperatur zu stark absinken. Ja, mal gucken. Also wenn irgendjemand mir helfen kann, wie ich dieses Filament drucken kann, wäre ich sehr dankbar über Kommentare, was ich da machen kann. Und wie ich hier diesen Lüfter auskriege beim Slicer. Ich benutze Simplify 3D. Ich habe da einfach alles auf Null, aber irgendwie trotzdem geht da immer wieder an, diese Speed. Ja. Ja, das war's dann erstmal. Kleine Update. Bis zum nächsten Mal.